auch Schutt. Ein Pilz. Gärballon. Baggergreifer. Elektromüll. Interessant werden. Der zweite Pilz. Schuppen, gucken wir uns gleich an. Beton und Sand drunter. Ein bisschen unterspült. Fünf Reifen. Ja gut, hier fehlt natürlich schon die Hälfte. Hier sieht man Fliesenreste. Schaum. Den Lämpli rausholen. Dann sehen wir auch gleich mehr. Da. Telefonanschluss mal wieder. Der Rest einer Steckdose. Ein nettes Regelchen. Schwanenposter. Kleidung einer Steckdose. Noch eine. Der Boden ist sehr weich. Spülen oder sowas. Dann nehmen wir mal die Tür. Das kennen wir ja bereits. Die Treppe. Formt sich ein bisschen. Das war offensichtlich das Bad oder die Waschküche. Hier geht eine Gasleitung rein. Ging. Fensterscharte. Auch nochmal ein Fenster. Das heißt, wenn man hier diese Treppe hochging, kam man nach da. Da fehlen natürlich die Bretter. Und dann käme man hier so rum. Das ist auch noch ein Fenster, Schornstein. Dann käme man in diesen Raum da hinten.
Hier ist auch nicht so viel. Elektrik. Ah, okay, das ist also der Raum hier drüber. Der da oben mit Efeu zugewachsen ist. Das Dach sieht aber eigentlich noch ganz gut aus. Hier haben sie alles rausgesägt. Ja, das ist eigentlich noch ganz gut erhalten gewesen, das Dach. Sieht weitestgehend dicht aus. Hier haben sie überall die Platten rausgesägt von den Böden. Hier sieht man noch so wieder ein interessantes Tapetenmuster. Ich glaube sogar mit Einschusslöchern. Da? Ne, ist nur ein Dübel. Okay. Ach, das ist ja auch interessant. Tapete 1, Tapete 2, Tapete 3 mit chinesischen Motiven, Tapete 4 und, naja, Holzimitat. Das heißt, wir haben hier also tatsächlich die Historie von mindestens 4 Tapetenschichten. Ja, interessant. Hier so ein Eckregelchen. Blumenstände, was auch immer. Auch hier wieder diese Bögen in den Türen. Das heißt, die haben hier tatsächlich schon alles rausgetrennt. Finde ich diese Bögen hier in der Treppe, weil der Winkel so steil ist, also wahrscheinlich 60 Grad oder noch steiler, könnte ich gleich mal mit dem Handy messen, hat man hier so Ausbuchtung für das Schienbein geschaffen. Das heißt, man muss, ja, wie muss man denn hier hoch? Erst links, erst rechts? Naja, gewöhnungsbedürftig war das allemal, besonders für Fremde. Das sieht nach 75 Grad aus, würde ich sogar sagen. Ja. Kann man gleich mal den Winkel mit dem Handy messen. Gibt ja dafür die Smart Tools. Oh, was haben wir denn hier nochmal? Schaltkästen. Panzerleitung. Polnische Lüsterklemme. Und. Oh, oh, oh. Da. Elko und Diode und dahinter wahrscheinlich ein Batteriekasten. Das heißt, ja klar, hier für die 1, 2, 3, 4, 4 Monozellen, 4 Babyzellen. Das heißt also eine batteriegespeiste Klingel. Da hing wahrscheinlich noch was. Ich würde mich nicht wundern, wenn noch irgendwo Kopf draufsteht. Ja. Kennt man nicht. Ja. 380. Ja, 1980. Das heißt, das Haus ist relativ kurz. Das meiste ja natürlich auch schon rausgetrennt wurde. Hier noch so die Reste eines Kamins. Hier alles Holzverschlag. Ja, hier hat es natürlich reingeregnet, klar. Aufgefüllt mit Sägespänen, die Zwischenböden. Sägespäne aufgefüllt. Ich würde sagen, ich mache mich hier mal aus dem Staub. Ja, interessantes Urbex für zwischendurch. Aber das meiste ist hier tatsächlich schon verschwunden. Das heißt, ich mache hier noch ein paar Fotos und verschwinde mal. Ich wollte ja noch einen kleinen Blick hier reinwerfen. Aber das ist halt nur so ein Holzlager, Holzschuppen. So, machen wir uns mal aus dem Staub hier noch fertig. Alles mit diesen Sägespänen aufgefüllt, ich glaube das nicht. Gab es auch noch irgendwie eine Etage?
hier der Alien. Und hinter dem Efeu waren angeblich auch noch Alienbilder. Das ist übrigens die Front dieses Gebäudes. Steht irgendwas im Komplex. Da gibt es noch Telefonanschluss, tatsächlich. Das ist der Eingang. Und hier steht noch ein Radiator rum. Und eine Mikrowelle. Ja. So. Ich messe jetzt hier noch ganz kurz mal eben den Winkel. So, ich halte mal hier eben das Handy so dagegen. Und wir messen hier einen Winkel von 58, also knapp 60 Grad. Also, schon mal ganz gut geschätzt. Das ist eine sehr steile Treppe. Da haben wir den Winkel von der Treppe. So, aber jetzt wahrscheinlich wirklich.